heute möchte ich mal zeigen, wie man sich ein Stadtmodell erstellen kann, wo man relativ genaue Haushöhen in sein Modell hineinbekommt. Beispiel ist mal hier ein Stadtteil von Dresden. Da hier unten ist die Waldschlösschen, Brücke und die Elbe dazu. Und ich habe mir hier drin einfach mal drei Häuser ausgesucht. Und möchte mal zeigen, wie man die jetzt hier so reinsetzen kann. Ich kann also, wenn ich mir ein Modell mit den OpenStreetMap-Daten erzeuge, von diesen Häusern schon mal die Länge und die Breite hier ausmessen. Die kann man hier sehen. Ich schalte hier mal ein bisschen den Zauber außenrum ab. Also hier sehen wir die Häuser. Und die sind jetzt alle erstmal mit einer Standardhöhe von 10 Metern angesetzt. Das stimmt natürlich in der Stadt nicht, da ist jedes Haus unterschiedlich hoch. Und ich möchte mir jetzt rauskriegen, wie hoch sind diese Häuser wirklich. Und was kann ich da machen? Man kann also heutzutage sich schon mal die Häuser von oben anschauen. Das ist jetzt mit Google Maps. Und da kann ich jetzt hergehen und kann dort in die Stadt hineinzoomen. Und dann sehe ich jetzt hier die einzelnen Gebäude und ich könnte mir davon einfach mal ein Bild machen. Das ist vielleicht nicht ganz so legal. Ich kann natürlich auch einfach Fotos machen, indem ich da mal von irgendeinem Haus rüber fotografiere oder aus größerer Entfernung fotografiere, wo ich ein halbwegs unverzerrtes Bild von dem Haus bekomme. Das habe ich gemacht und wir schauen uns das mal an. Also wäre folgendes: Wir haben jetzt hier nochmal dieses Luftbild hergenommen. Wir wollen diese beiden Häuser in unser Modell hineinbekommen. Und wie sieht das aus? Dazu brauche ich eigentlich von jedem Haus nur vier Punkte herzunehmen. Und zwar einfach einen Fußpunkt, dann die Höhe, dann mal in der horizontalen Richtung in der Breite einen Punkt und einen Punkt in die Länge. Und wenn ich diese Punkte habe, dann kann ich hergehen und kann sagen, ich wähle mir diese Punkte aus und dann gibt es ein kleines Skript. Und der erzeugt mir aus diesen drei Punkten eine Annäherung von dem Haus. Und das Haus habe ich jetzt mal so gedreht, dass es in dieser Ansicht, das ist jetzt einfach die Draufsicht, genauso perspektivisch verzerrt ist wie das Originalhaus. Und wenn ich natürlich dann mein Modell rumdrehe, dann hängt es hier ein bisschen wild in der Luft. Aber man kann eben einfach mal, wenn man die Punkte schlecht gesetzt hat und das Modell zu weit von dem Foto abweicht, einfach den Vorgang wiederholen und das Zurückdrehen auf Normalkoordinaten ist relativ einfach. So, das gleiche geht jetzt also auch hier drüben für das andere Haus. Hier habe ich auch schon mal die drei Punkte vorbereitet. Und starte den Skript. Und da passiert in dem Fall mal nichts. Was haben wir da? Also Dresden. Drei Punkte. Und schon ist es da. Habe ich wahrscheinlich den falschen Punkt ausgewählt. Und auch hier, das liegt also jetzt im Raum, sodass, wenn ich von oben wieder drauf schaue, so das Haus genau, das Modell genau das Haus matcht. Und bei diesem Haus habe ich dann meine Daten. Also ich sehe jetzt einfach mal für diese Aufnahme Länge, Breite und Höhe und das ist ja alles direkt proportional. Das heißt, mit den entsprechenden Umrechnungen kann ich dann dieses Hausmodell dann einfach klonen, skalieren und rüber schaffen. Hier dann einfach nochmal ein weiteres Haus, dass wir uns das auch mal anschauen. Funktioniert genauso. Ich habe in dem Fall auch hier Punkte ausgewählt. Sind hier, ich markiere die mal, dass man die auch noch mal ein bisschen deutlicher sieht. Es ist doch vielleicht vernünftig, wenn man sich die Farben generell umstellt. Aber hier sieht man also einen Punkt an der Hauskante, zweiter Punkt hier oben.
und dann eben einfach, wo das Haus zu Ende ist. Und damit habe ich für diesen Bereich dann einfach auch ein Maß, wie hoch das ist. Jetzt müsste ich hier unten einfach den Grund noch dazu rechnen, weil ich unten in das Erdgeschoss nicht reinkam. Aber da kann man zum Beispiel vorbeigehen und kann das mal ausmessen. Und hier oben das Dach, das kann ich auch interpolieren, weil ich ja sehe, wie groß ist dieser Abstand, und das dürfte etwa nochmal die gleiche Höhe sein. Aber für diesen Quader, was wir hier haben, bekommen wir eben ein Hausmodell raus, indem wir die Punkte hier nehmen und den entsprechenden Skript ausführen. Und da ist er da. Und jetzt einfach wieder die richtige Ansicht. Und dann liegt er genau drüber. Hier unten die Punkte werden genau getroffen. Und weil natürlich das ein Foto ist, ist es perspektivisch verzogen. Das heißt, hier oben sehen wir im Foto schon einen Fehler drin. Aber hier vorne die Ecke stimmt zumindest. Und hier hinten müsste das dann halt, wenn man das Foto entzerren will, dann entsprechend geschehen. Das ist der ganze Zauber, da eine Textur draufgelegt. Viel mehr macht Google letzten Endes auch nicht. So, wie funktioniert das alles? Wir haben also jetzt hier mal ein Modell, dessen Maße wir kennen. Also gehe ich mal drauf, das ist der Cube hier und der hat die Maße 40, 25, 10. Und von diesem kann ich jetzt einfach mal ein Bild machen, und Voraussetzung ist einfach, dass es eine senkrechte Kante gibt. Also die Höhe sollte wirklich senkrecht nach oben gehen, sonst muss man da noch ein bisschen Berechnung mit reinsetzen. Und was mache ich? Ich gehe jetzt her und suche einfach hier von diesem Objekt, mache ich ein Bild. So, dann eine neue Datei mit der Image Workbench, hole ich mir dieses Bild Quader 3 rein. Damit ich es dann leichter bearbeiten kann, ist es gut zu sagen, ich setze einfach mal das ein bisschen nach unten, 10 mm, weil die Punkte dann mit dem in der Drawing, in der Draft Workbench, die werden ja in die normale Ebene reingezeichnet. Also ich gehe jetzt hier auf die XY-Ebene und lege jetzt die Punkte fest. Da muss ich jetzt halt genau sein. Also ich kann doch beliebig reinzoomen und das so genau wie möglich machen. So, und jetzt habe ich hier Punkte, irgendwie habe ich nochmal aus Versehen hier reingeklickt, den brauche ich natürlich nicht. Und kann jetzt mein Bild ausblenden, und jetzt habe ich diese vier Punkte. Die wähle ich mir jetzt einfach aus, alle vier. Und suche aus diesen vier Punkten bei einer Parallelprojektion, wie sie hier erfolgt ist, möchte ich gern ein 3D-Objekt erzeugt haben. Und jetzt liegt dieses 3D-Objekt hier im Raum, und wenn das fertig ist, kann ich jetzt einfach nochmal hergehen und kann sagen, wie lagen das andere Objekt drunter. Und mit der entsprechenden Sicht, Moment hier, so. Also in der Draufsicht sehe ich, dass die Punkte das ziemlich genau fitten. Also da steht nichts über. Und jetzt habe ich hier mein Objekt, wo natürlich jetzt hier Längen angegeben sind, die sich auf diese Imageplane beziehen, so wie sie momentan eingestellt war. Wenn ich das jetzt ganz genau machen will, wäre einfach Folgendes zu machen. Man müsste jetzt hergehen, müsste sagen, ich schmeiße das alles nochmal weg. Ich habe diese Imageplane, und es gibt ja mittlerweile so ein schönes Makro, mit der ich ein Image skalieren kann. Das heißt, ich rufe dieses Image Scale auf und sage, ich wähle diesen Punkt hier. Ich wähle hier oben einen Punkt. Ich wähle die Imageplane als Bezugsebene, und dann weiß ich, die Höhe, die war jetzt 10. Okay. Und damit ist das Bild jetzt genau in der Größe, wie ich es brauche. Das heißt, wenn ich jetzt von diesem Bild hier mir den Quader erzeuge, ist er genau wieder 1 zu 1 wie das Original vorher.
Das können wir jetzt einfach noch mal machen. Das heißt, wir gehen noch mal her und setzen hier die Punkte drauf. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt. Alle sind da. Alle vier Punkte markieren, Makro ausführen und dann ist das Objekt da und hier ist mein Objekt und hier sind die Maße, also wir haben jetzt 11, 46 und 28 und im Original war er 10, 25 und 40, also diese kleinen Fehler, die bekommen euch raus, wenn ich hier genauer reinzoome und die Punkte wirklich genau treffe.